Grüß euch, ich bin's der Gust und ja, es ist Zeit für einen Videoblog zum Thema Paris, zum Thema Terror in Paris. Im Jänner haben wir den letzten Terror in Paris gehabt, 12 Tote, bei Charlie Hebdo, könnt ihr euch nur erinnern? Nein, das war heuer erst, das war erst im Jänner, okay, die Zeit vergeht und jetzt 129 Tote. Hunderte Verletzte, tausende traumatisierte Menschen in Paris, Angehörige, die was an furchtbar, die was furchtbare Tage mitmachen. Verbrechen an der Menschlichkeit, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und dann lese ich in den sozialen Netzwerken, ja, wir sind selber schuld, wir haben ja den Krieg nach Syrien getragen. Wir haben ja die, dort die ganzen Terrororganisationen erst ermöglicht. Wir unterstützen sie ja. Und denen ist ja gar nichts anderes überblieben. Die haben ein bisschen raufkommen und den Terror nach Europa tragen. Das ist ja eigentlich fast legitim. Ich meine, ihr seid wirklich nicht ganz dicht. Denn das kommt von linker Seite. Die Linksfaschisten schreiben so einen Scheiß rein. Also ist ja Wahnsinn. Und das nächste, natürlich kann der Islam nichts dafür. Das ist ja sowieso das Beste. Die Linken verteidigen die Religion. Ich meine, da merkt ihr wirklich, was ihr da oben drin habt. Ja, die können nichts dafür. Der Islam kann nichts dafür. Die Religion kann nichts dafür. Na, sicher nicht, wenn sie ein Selbstmordattentäter in der Menschenmenge mit einem lauten Allah-Akbar in die Luft sprengt, kann natürlich die Religion nichts dafür. Na, gar nichts. Oder wenn ein paar Terroristen in ein Theater stürmen und in die Menschenmenge mit die Kalaschnikows feuern. Na, da kann natürlich die Religion und hier der Islam auch nichts dafür. Ich meine, was ist denn mit euch los? Merkt sie eigentlich nicht, dass ihr damit genau diesen Verbrechern, diesen Terroristen, diesen, weiß ich nicht, Wahnsinnigen von der IS eine Rechtfertigung gibt? Eine Rechtfertigung für ihr Tun? Na, na, sogar Ärger. Ihr tut es praktisch zu den Unschuldigen machen. Die Schuldigen sind für euch ja die Opfer, weil die sind ja schuld, die haben ja nach eurer Diktion, nach dem, was ihr schreibt in den sozialen Netzwerken, den Krieg nach Syrien getragen. Die haben überhaupt nichts obendrauf. Die haben auch, die ganzen Opfer haben auch keine Terrororganisation unterstützt. Wenn ihr die echten, wirklich Mächtigen dieser Welt, die was das wirklich gemacht haben, nennen würdet, würde ich euch unterstützen. Aber so? So sprecht ihr die Verbrecher von der IS, die Terroristen, die Wahnsinnigen eigentlich frei. Und damit seid ihr nichts anderes wie die Terroristen von der IS selber. Wie die Fanatiker, die weiß ich nicht was, die kann man nicht einmal, ich hab nicht einmal einen Ausdruck dafür, weil man den nennen müsste. Ihr seid ganz gleich. Denn auch diese dann die vergewaltigten Frauen steinigen lassen, zu Tode steinigen lassen und sprechen die Vergewaltiger frei. Weil auch die können angeblich nichts dafür, weil die sind ja nur provoziert worden von der Frau. Die haben ja den müssen vergewaltigen und die Frau wird zu Tode gesteinigt. Ihr seid so nichts besser wie die Terroristen von der IS. Und damit seid ihr genau das, was ich schon immer sage. Ihr seid die neuen Nazis vom 21. Jahrhundert. Ihr seid die Linksfaschisten. Und ihr seid Gefahr für Demokratie und Freiheit auf dieser Welt. So, und das habe ich jetzt einmal müssen loswerden. Und ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Und was ich euch noch wünsche, ist ganz das Gleiche, was ihr mir wünscht. Pfiat euch, Baba.